Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Tekken 3. Und nun ist der Paulus dran. Jawohl. Wollen wir gleich mal reinschwupsen. So, den kennen wir noch vom zweiten Teil auch wieder. Round 1. Fight. Sehr schön. Erstmal perfekt. Gegen den guten King. Aua. Er hat übrigens relativ seine alten Moves behalten. Da gab es wohl nichts zu verbessern. Oder nichts Neues. Nee, du musst da unten schlagen, nicht da geradeaus. Na gut, seine Greifer sind ein bisschen umgeändert worden. Aber, ja. Nicht wirklich dramatisch. Er ist immer noch der Hau drauf Degen, der vorher auch war. Also, da ist nicht viel dazu gekommen. Ich hab's noch nie entdeckt, wer weiß es. Der liegt ja auch an mir. Round 2. Fight. Kann ja auch mal sein, dass ich mich irre. Und der hat irre viele tolle Moves wieder drauf. Warte mal, du konntest doch auch diesen. Nee, den nicht. Nach vorne und dann so den Salto nach vorne machen. Ja, nee, mach dein Poweraufladung, du Sack. K.O. You win. Was? Was? Ah, der ist so richtig. Moi. Round 1. Fight. Ja, da kommt nicht mein Eddie gegen an. Round 2. Fight. Ja, komm her, kannst du gleich weiterrollen. You win. Oh, Xayu. Oder Xiaoyu. Oder so ähnlich. Die gute, liebe Dame hier. Zieh mir einfach mal die Füße. Komm her. Ja, genau so dachte ich mir das. Ja, jetzt stark, genau. Das ist gar nicht so einfach, ihn zu sagen, du sollst mal nach unten schlagen. Ja, sag mal. Alter, Finn, jetzt dreht's aber hier durch, oder? You win. Kurz bevor sie ins Gras beißt, musst du nochmal richtig zeigen, was sie kann. Oh, Brian! Den hatten wir noch nicht gesehen. Der ist jetzt sehr, sehr neu. Auch ein neuer Charakter. Und ich werde auch nicht zu viel spoilern, weil viele denken, Brian ist einfach nur Brian. Ja, das denke ich. Und Brian ist perfekt besiegt worden. Das ist doch schön. Yippie. You win. Round 2. Fight. Na komm her. Schade, nicht getroffen. You win.
Sodele. Ah ja, die liebe Anna. Round one. Anna will's wissen. Alter Finne. Holla, die Waldfee. Round two. Fight. Oha, jetzt fängt sie an zu kombinieren, die Gute. So kriegst du einen Dampfer, Mann. You win. Dann ist ja auch vorbei bei der Kombination. Oha, der Lore auf der hohen Stufe. Das Round könnte schwierig werden. Nein, zeigen sie ein bisschen mehr, was sie können. Naja, auch noch ein bisschen. Round two. Fight. Vor allem, wir wissen ja, dass Lor und Paul eigentlich befreundet sind. Ne? Das sieht man auch an den Endvideos. Dass das eigentlich gute Freunde sind, die sich gerade verprügeln. You win. So, jetzt kommt Gunjack. Oha, oha, der haut wieder bestimmt richtig gut rein. Ja, damit. Bleib doch einfach liegen. Ist gesünder für dich. Round 2. Fight. Das ist auch nochmal richtig ein Gusch hier hauen. So, Dille. Hurra! Und nun geht's weiter gegen Hayachi. Immer noch Gesundheit, alter Mann. Ich hoffe, du wirst auch nochmal gesund. Round two. Na gut, das war die erste Runde. Die zweite folgt zugleich. Dammit, ich wollte gerade hochschlagen. Alter, finde ich, ist auch gut hier. Dein Power-Gedöns. Huch, da ist über mich rübergeflogen. Schlupp und vorbei. Eieieiei. Und da haben wir den Earl Grey wieder. Round 1. Der erinnert ja irgendwie schon irgendwie an die Azteken, würde ich sagen, ne? So wie der verkleidet ist. Autsch, autsch. So, Dille. Round 2. Fight. Jawoll, perfekt! Puh! Ich sei da, der Ogre ist ein bisschen arsch einfach, wenn er sich umgewandelt hat. Liebe Kinder, zu schnell fahren ist nicht schön. Ja, das lernen wir jetzt daraus, ne? Wer zu schnell fährt, der wird von der Polizei angehalten. Das ist auch gut so. Und ich danke natürlich wieder fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. See you, euer Snoopy.